body's feelings. It's calling me into the world. I've been called by these feelings. I've been called. There's nothing to believe in and nothing to call my own. I've been called by these feelings. I've been called. Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Die Welt spricht. Ich bin Luisa und heute haben wir auch Melissa hier im Bild, meine liebevolle, wunderschöne, beste Freundin. Warum mache ich diesen Kanal? Ich mache diesen Kanal, weil ich selber großer Fan von YouTube bin und einigen YouTubern, die ich ganz hoch lobe, die mich tagtäglich begleiten. Es fasziniert mich, was für unglaubliche Menschen da draußen sind und was für tolle Botschaften sie zu vermitteln haben. Und ich möchte gerne was zurückgeben. Zudem kommt, dass ich für meine Familie und für meine Freunde manchmal nicht so gut erreichbar bin wie andere Menschen heutzutage. Ich besitze kein WhatsApp, kein Telegram auf meinem Handy. Meine Facebook-Seite ist schon seit einigen Jahren komplett eingeschlafen. Somit sieht man von mir seltener Bilder. Ich kann nicht so gut Bilder dann verschicken und hoffe, dass ich somit mit diesem Bildmaterial meine Familie und meine Freunde erreiche. Allerdings natürlich hoffe ich auch, dass ich ganz neue, fremde Menschen erreiche, dass ich sie berühren kann mit dem, was ich hier hochstelle. Was genau will ich eigentlich hier erreichen? Worum geht's mir? Der Name verrät es ja schon ein bisschen. Für mich ist die Welt oder all diese Welten, die uns umgeben oder die in uns drin sind, sind die Lebewesen, die mit uns sprechen. Die ganze Welt um uns herum spricht, alles spricht um uns herum. Alles hat Botschaft für uns. Ja, es soll dabei um die Welt gehen, die uns umgibt. Ich habe ja schon ein Interview gemacht, was man auf diesem Kanal bestaunen kann. Es soll aber auch um die Welten gehen, die in mir drin sind, die schon seit so langer Zeit sich wünschen, mehr nach außen treten zu dürfen. Mein Werkzeug, um meine innere Welt mit dem Außen zu teilen, ist das Schreiben. Ich schreibe besonders gern kreative Gedichte, Geschichten oder Bücher. Das hat schon sehr früh mit der Grundschule begonnen, mit den ersten Aufsätzen, wo ich gemerkt habe, oh, mit Worten herumbasteln, mit Worten ein Blatt Papier beschreiben, ist fast wie ein Bild malen. Und dass es mich begeistert, ich das richtig fühlen kann, dass es aber auch andere Menschen begeistert. Bis jetzt vor allen Dingen Freunde und Familie. Vielleicht ändert sich das ja noch und ich erreiche noch mehr Menschen. Ja, Schreiben. In der Pubertät wurde es besonders stark von mir genutzt, weil die Pubertät wahrscheinlich so wie für viele Menschen eine schwere Zeit war, die sich bei mir echt lange hingezogen hat. Oh, jetzt trinkt gerade mein Hund. Ich höre mal kurz auf zu reden, weil das Schlappern könnte ja auch stören. Na, kommst du wieder zurück? Danke für deine Gesellschaft. Die Pubertät war für mich eine schwere Zeit, wie wahrscheinlich für viele Menschen. Es hat sich für mich echt lange angefühlt, bis diese Verwirrung sich langsam gelegt hat. Und ja, vor 3 Jahren ungefähr hatte ich eine Begegnung. Eine Begegnung mit einem Kamel. Dieses Kamel hat mir persönlich sehr dabei geholfen, meinen Weg Richtung Glück zu finden. Ich habe diese Begegnung dann niedergeschrieben in einem Gedicht und von meinem damaligen Freund sehr viel Lob bekommen, dass es ein schönes Gedicht ist. Er hat mich immer wieder motiviert, es auch mal vorzulesen bei Poetry Slams oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Genau, deswegen möchte ich gerne mit diesem Gedicht starten, weil es repräsentiert sehr viel von dem, was ich fühle und was ich erlebe und was ich durchgemacht habe
Und ja, es ist ein Werk, auf das ich besonders stolz bin. Also lasst euch erzählen von meiner Begegnung mit dem Kamel. Das Kamel. Als ich Tag um Tag durch die Wüste ging, nachsinnend, wer oder was ich bin, da kam leichten Schrittes ein Kamel daher und sagte, ey du Menschlein, grüble nicht so sehr. Wie viele deiner Art vergisst du das Wesentliche dabei. Lass deine Gedanken treiben und du bist frei. Ich antwortete mürrisch, ja, ja, für dich ist das ja alles ganz leicht, denn diese sandige, staubige Wüste ist ja ganz dein Reich. Aber wer bin ich und wo gehöre ich hin? Deshalb frage ich so hartnäckig, wer oder was ich bin. Das Kamel lachte und sagte, sei vorsichtig, dass du bei all deinen Fragen nicht vergisst, auch die Antworten zu suchen. Überdies, wo du herkommst, ist doch herzlich egal. Genauso wie die Frage, wo du hingehörst. Frag dich lieber, wo du gerade hinläufst. Sieh zu, dass du nicht im Dünenmeer absäufst. Ich jedenfalls suche eine blühende, saftige Oase, um zu verschnaufen. Komm schon, Menschlein, lass uns ein wenig zusammenlaufen. Dort wird es kühles, klares Wasser und saftige Früchte geben. Und es ist ein guter Ort, um unsere Bekanntschaft bis zu einer Freundschaft zu pflegen. Ich seufzte. Nein, ich kann nicht. Ich muss weiter wandern. Die Welt kennenlernen, viele Dinge sehen, so wie all die anderen. Am Ende muss ich einen Beruf, Mann, Kind, Hund und ein Haus finden. Das Kamel unterbrach mich. Nun hör aber mal auf, dich so zu schinden. Sieh nur, wie rot und aufgeblasen dein Kopf, wie eingefallen deine Brust. Denken, fühlen, vielmehr darfst du es, als dass du es musst. Sieh nur, wie wundgeschwollen deine Glieder und wie mager dein Bauch. Nun komm schon mit zu den Palmen. Wenn du willst, trage ich dich auch. Das Kamel neigte sich zu mir und sah mir fest in die Augen. So ein Umweg wird sich für dich lohnen. Das darfst du mir glauben. So gingen wir also zusammen. Ich ließ mich widerwillig von des Kamels Begeisterung entflammen. Doch fürs Tragen lassen war ich dann doch zu stolz. Dazu sagte es nur, ja, ja, und sie sagen mal, mein Kopf wäre aus Holz. Schnell bereute ich meinen Entschluss, denn wie wir so über die Dünen gingen, fing das Kamel an, schief zu singen. Dabei sang es so krächzend und laut, es war ein wahrer Graus. Es stellten sich mir prompt alle Nackenhaare auf. Zähneknirschend schwieg ich und ertrug, wie es bei jeder Strophe lachte und es ihm auch noch Freude machte. Ich selbst hatte eine verbissene Miene und düstere Gedanken. Das Kamel lief entschieden und schnell, doch ich fing bald an zu wanken. Nun lässt du dich aber mal doch tragen. Du sollst dich nicht so haben und dich deswegen auf dem heißen Sande plagen. Nicht mehr ganz so widerwillig schaukelte ich also auf dem singenden Wüstenschiff auf und ab. Wie ein seekranker Matrose mit Gefühl von Übelkeit und ganz schlapp. Als die Dämmerung übers Land kam, begann das Kamel zu schweigen. Puh, da konnte ich es gleich ein bisschen besser leiden. Und ich hörte es flüstern. Lass dir von mir die Ruhe nachtbeschienener Dünen zeigen. Wir beide bestaunten tief atmend den leuchtenden Mond, wie er sich über einen unendlich sternenklaren Himmel schob. Spürst du nun langsam, was und wie ich es mein? Es geht im Leben eben doch einfach nur ums Dasein. So sprach das Kamel weise und schlicht. Wenn ich ihm recht gab, so sagte ich es ihm zumindest nicht. Müdigkeit kroch mir durch Körper bis in den Kopf und um mich herum wurde alles ganz still, als hätte ich in den Ohren einen Pfropf. Aus weiter Ferne hörte ich das Kamel noch etwas sagen.
ich werde dich auch im Schlafe sicher weitertragen. Dann umfing mich der Schlaf wie ein warmer, dunkler Raum. Und ich erlebte voll Genuss einen lieblichen Kinderwiegentraum. Als ich erwachte, aus erholender Nachtvision, der Umarmung einer Mutter gleich, lag ich mit dem Kopf auf dem Höcker des Kamels und sein Fell war ganz weich. Gut, dass du wach bist. Wir sind fast da, sagte das Kamel fröhlich. Und tatsächlich erblickte ich eine Oase am Horizont im Morgenlicht. Die Sonne ging gerade orange glühend und prächtig auf. Da vollendeten wir bei den ersten Palmen unseren Lauf. Ich gab zu, deine Nase hat uns gut geführt. Und das Kamel war von dem Kompliment auch recht gerührt. Es wendete seinen Kopf zu mir und sagte, ich hab da etwas vor mit dir. Ich sah seine Augen entschlossen blitzen. Es rief, halt dich fest, bleib noch ein wenig auf meinem Rücken sitzen. Ich fühlte den Schalk in seinem Nacken und konnte es gerade noch am Halse packen. Da stürmte es bereits los und unser Geschrei war groß. Als das Kamel geradewegs ins Wasser trabte, mich abwarf und sich an seinem Streichel labte. Das kühle Nass bedeckte meine ganze Haut und ich tauchte freudig lachend wieder auf. Das Kamel und ich lachten im Chor. Es ging uns aus der Seele durch die Brust und wieder ins Ohr. Da sagte das Kamel zu mir, ist das nicht schön und zum Lebendigsein eine gute Gelegenheit? Und das Beste daran ist, wir sind zu zweit. Wir haben gesunde Köpfe, Körper, Arme und Beine und lassen uns in einer Wüste nicht alleine. Wir teilen Gesang, Schweigen, Speis, Trank und auch ein Bad. Lass die Gedankensteine liegen, die sind zum Kauen sowieso zu hart. Lass die Dinge auch mal auf sich beruhen und vergiss nicht, dir und anderen etwas Gutes zu tun. Wenn du immer noch Antworten suchst auf deine Fragen, vergiss nicht deine Freunde, die können dich auch mal tragen. Denn die Lösung auf die Frage nach Zuhause ist, wo immer du in Liebe und mit all deinen Sinnen wirklich bist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war eine tolle Erfahrung, dieses Gedicht zu teilen mit euch. Und ich hoffe, ich werde noch mehr so tolle Erfahrungen sammeln. Ich gebe zu, mein Erfahrungsschatz im Videos drehen ist noch sehr klein. Ich habe auf jeden Fall noch viel zu teilen und immer wenn ich rausgehe in die Welt, treffe ich viele Menschen, die auch sehr viel zu teilen haben. Und ja, ich bin schon gespannt, was noch so alles kommen mag bei den besonders gefährlichen, spannenden Momenten, lasse ich mich halt ein bisschen von meinem Kamel zu einer Oase tragen. Und dann verwandelt sich die ganze Anspannung wieder in Entspannung. Vielen Dank nochmal. Macht's gut. Bis bald.